Hoher Besuch hier im GameStar-Studio, denn neben mir sitzt Dennis Schröder. Dennis, ja, grüß dich. Gut. Cool, dass du hier bist. Ja, Dennis, das ist ein ganz, ganz großes NBA-Talent. Also du hast angefangen, glaube ich, in Braunschweig. Genau. Ist das richtig? Und du bist jetzt vor 3 Jahren, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ja, getradet worden in die NBA und spielst jetzt für die Atlanta Hawks und bist da ein ganz wichtiger Spieler jetzt geworden. Ja, zum Glück. Ultra cool, dass du hier bist. Also kein Problem. Wir wollen einfach ein bisschen NBA zocken, ja, und vielleicht ein bisschen über deine Karriere sprechen. Ich hoffe, du ziehst mich nicht zu sehr ab, denn ich bin jetzt in dem Spiel, also ich weiß schon, wie es geht, aber ich bin jetzt nicht so gut und du zockst es relativ viel, habe ich mir sagen lassen. Es geht, also ich zocke immer mit meinen Jungs, so wenn Zeit da ist, weißt du, zum Genießen spiele ich mit denen, aber sonst alleine spiele ich halt auch nicht so viel. FIFA spielst du auch gerne? FIFA spiele ich gerne, ja. Das spiele ich zum Beispiel, wenn wir FIFA spielen würden, dann würden wir... Sehen aber wir. Jetzt spielen wir NBA und ich spiele mit deiner Mannschaft tatsächlich. Ja. Und du hast natürlich die beste Mannschaft genommen, die es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen gespannt, wie ich mich erschlagen werde. Walker? Ja, genau. Erstmal einen Dreier reinmachen. Ja, Dennis, wie ist das in... Was ist das für ein Gefühl so? Ich meine, vor 3 Jahren, das ist ja noch gar nicht so lange her, und jetzt auf einmal in der NBA sein und neben den ganzen Profis zu spielen, ist doch krass, oder? Ja, ist Wahnsinn. Also es hat sich alles richtig schnell gewendet alles. Also ich war in Braunschweig in einem kleinen Verein und ja, dann habe ich bei dem Hoop Summit mitgemacht in Portland. Okay. Und so eine Art Talent. Genau, so eine Auswahl war das. Also 40. Okay. 40 NBA-Scouts waren da und ja, du spielst halt vor. Und da waren halt wirklich viele Jugendliche, die halt wirklich in Amerika einen Namen hatten. Und ja, gegen die habe ich halt gespielt und ich habe sehr gut performt, sage ich mal. Und seitdem wollten halt sehr viele mich haben halt. Ja, ich sehe schon, gleichzeitig zu reden und zu spielen, das fällt dir auf jeden Fall leichter als mir und du triffst auch jeden Dreier. Okay, aber es war ja von Anfang an, war es ja, also natürlich kommt man dann erstmal rein und dann ist man erstmal ja so ein bisschen Reservist, sag ich mal. Genau, ne? Genau. Und du hast dann aber deutlich mehr gespielt, als man zunächst dachte. Hast dich dann hochgekämpft, sag ich mal. Ja, ich soll ich sagen, also viele haben halt immer gesagt, ja, er spielt halt in der D-League, weil ich denke, das ist ein Prozess von jedem Spieler, der halt in die D-League gehen muss und ja, sich erstmal weiterentwickeln muss, damit er halt fit ist für die NBA. Ja, ja, und, klar. Ja, das habe ich halt getan. Ich war halt jedes Mal, habe mich halt zurückgezogen, habe einfach nur hart trainiert und wollte einfach nur besser werden. Und das habe ich halt das ganze Jahr gemacht, das erste. Und jetzt hat es sich halt ausgezahlt. Mein zweites Jahr habe ich sehr gut gespielt und mein drittes Jahr zum Glück auch. Und jetzt bin ich halt in der Startformation. Wie unglaublich du mich gerade abziehst. Das ist ja unfassbar. Ich komme ja überhaupt nicht durch. Ja, ich hab einen Kumpel tatsächlich, der sehr, sehr basketballaffin ist. Er ist bei Bayern München so ein bisschen Jugendtrainer und so. Ja. Und dem habe ich auch ein bisschen gequatscht. So, ey, ich habe den Dennis zu Gast. So, ja, kann ich den Dennis dann so fragen und so. Und der hatte sehr, 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 sehr hohen Tönen von dir gesprochen. Also, das war ganz cool. Wie ist das denn? Du hast ja jetzt diese Saison darauf verzichtet, in der Nationalmannschaft mitzuspielen. Genau. Woher kam die Entscheidung? Wolltest du dich auf deine NBA-Karriere vorbereiten, weil du da jetzt eine größere Rolle übernehmen wirst? Ja, also ich habe mit dem Team geredet, Atlanta natürlich, und die haben mir halt gesagt, so, also wir haben Jeff Teague getradet, der halt in der ersten 5 war vorher. Genau, das war dein Vorgänger sozusagen. Genau, ne? Und ja, den haben sie halt getradet und ja, mein Vertrag kommt jetzt auch bald. Und ja, von daher habe ich dann halt gesagt, ist es so oder so nur Qualifikation. Oder so. Baut ihr fest mit mir sozusagen? Ja, also ich meine, die werden es auch so schaffen, also da glaube ich fest dran. Und ja, deswegen habe ich mich halt so dafür entschieden. Atlanta meinte auch, es ist besser für dich, weil ich werde halt in 6 Monaten 82 Spiele haben. Und ich werde halt 30, 35 Minuten spielen. Okay. Und ja, das geht halt schon auf die... sage ich mal, auf deinen Körper. Und ja, ich habe das vorher noch nie gehabt, so, weißt du. Aber ist es denn so, also ist es denn schon so, aber dass du auch jetzt in der deutschen Nationalmannschaft, sage ich mal, planst, dann später was noch zu reißen? Auf jeden Fall. Ich habe denen gesagt, dass ich immer zur Verfügung stehe. Okay.
Aber dieses Jahr halt sehr schwer ist und wäre halt ein großes Turnier, dann werd ich auch gespielt. Logisch. Ich sehe jetzt gerade gar nicht, du bist ja jetzt noch, also wir haben noch nicht das neueste Update, deswegen bist du ja gar nicht in der Startmannschaft. Bist du denn? Hier bin ich gerade, da. Also, du bist gerade eingewechselt worden, da habe ich dich doch. Ja. Kann ich dir nochmal den Ball schauen, was du für Moves machst? Jetzt musst du mich durchlassen, ich bin du. Ah. Oh! Wie ist denn das? Bist du mit deiner Ingame-Wertung? Was ist deine Ingame-Wertung? Also mein Bruder spielt halt viel und er sagt mir halt immer, er hält mich halt auf dem Laufenden. Du spielst gar nicht so gern mit nicht, dir selbst, also ne? so viel nicht. Also ich habe schon gespielt, das natürlich, aber so mit mir die ganze Zeit spielen, irgendwann... Ist komisch, ja, oder? Ja, kann ich mir vorstellen. Aber es ist halt heftig, wenn jemand dich anders, also wenn du dich jetzt selber siehst im Fernsehen und der andere Typ spielt halt, weißt du, dein Gegner spielt halt mit dir. Wie ist denn das, was ist denn das für ein Gefühl? Weil das ist ja in gewisser Art und Weise bist du ja unsterblich geworden. Du bist in diesem Spiel drin, du siehst halt aus wie du. Das ist schon ultra krass, oder? Ja, es ist also, wir treffen uns ja auch immer in Amerika, haben halt ein Shooting mit der 2K. Und ja, es ist unfassbar, wie sie das alles machen. Und, kannst du darüber was sagen, wie dieser Prozess funktioniert, wie die Spieler eingescannt werden? Und ja, so? Also wir haben halt immer irgendeine Zeit, da kommt halt die ganzen, also es ist eine komplette Gruppe, unser ganzes Team muss halt hin, ist halt freiwillig, aber viele machen es halt und ja, dann gehst du halt in diese, ist halt so wie ein Zelt, sind halt aber richtig viele Kameras drin und da stellst du dich halt rein und da machen sie halt wirklich Fotos von allem. Also alle Fotos, Körperteile, also genau. Deine Tattoos zum Beispiel? Tattoos, alle sind drin. So. Okay. Das machen sie halt schon sehr, sehr, sehr gut. Und ja, dauert halt auch nur 5 bis 10 Minuten und dann bist du schon fertig. Okay, das geht so schnell? Ja, ja, das ist ja, das gut, da haben sie wahrscheinlich ganz schnell. Es ist echt heftig, also wie gut es mittlerweile aussieht, ja, auch gerade was das für einen Fortschritt macht. Ne? Unglaublich. Ich meine, das NBA-Spiel, das ist jetzt auch mit so die Sportsimulation, sag ich mal, die ich fast am beeindruckendsten finde von der Grafik. Also die Arena und so, die Spiegelungen im Boden und so. Also das haben sie schon echt wirklich, also muss man schon ein großes Lob aussprechen. Haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. Du kennst dich ja, also du kennst dich ja scheinbar echt ganz gut aus mit dem Spiel, also du spielst es schon viel, also habe ich jetzt so den Eindruck. Ja, also ich meine, wir spielen halt, wenn wir mit den Jungs sind, dann spielen wir halt und wir sind halt auch sehr competitive, jeder will gewinnen, weißt du, deswegen. Was macht ihr da so für Spielmodi? Was spielt ihr da so? So, also eher so einfach gegeneinander. Genau, es gibt ja auch so Modi, wo du irgendwie so eigene Spieler erstellen kannst und dann wirklich auch ein Team bilden. Das bin ich nicht. Also ich spiele immer nur mit den Teams, mit den Jungs. Mehr so Couch-mäßig. Genau. Weil wir haben da schon sehr viel Competition drin, weil jeder will gewinnen, weißt du. Und jeder ist ehrgeizig und deswegen haben wir da schon eine gute Competition jedes Mal. Ja, klar. Und was sind so deine... Was glaubst du oder was erwartest du dir vom neuen NBA? Was glaubst du, wo das noch besser werden könnte? Oder? Das Einzige, was ich habe, sind nur meine Haare und meine Tattoos. Ein bisschen. Also es war schon heftig, also wo ich das gesehen habe, aber ich wollte noch einen Schritt mehr. Aber alles andere noch war schon... Dass es detailgenauer wird sozusagen. Aber alles also vom Spielgefühl und so, auch so als NBA-Spieler sagt man da, es fühlt sich schon an wie... Also weil ich weiß zum Beispiel als FIFA-Spieler, ich habe ja auch früher ein bisschen Fußball gespielt, Es ist für mich oft so, dass ich sage, okay, das ist cool, aber das fühlt sich jetzt für mich nicht wirklich an wie echter Fußball, so manche Sachen. Wie würdest du jetzt das NBA-Spiel bewerten? Ist schon, also kurz davor wirklich ein richtiges Spiel zu sein. Also es ist schon, manche Dinger bei 15 oder also 16 waren halt, ging eigentlich nicht, da denkst du dir, was hat er gerade gemacht, aber die sind schon realistischer geworden. Also hast du da oft auch so, dass du irgendwie in NBA dann einen Spieler triffst, den du schon in echt gegen gespielt hast und dann irgendwie sagst so, Steph Curry, das macht er auch immer in echt so? So gibt es solche Momente? Ja, also es geht schon. Ich spiele ja auch immer mit Golden State und ich werfe halt auch immer von irgendwo und das macht er ja auch das in macht Realität. Er auch. Weißt du? Und das ist halt schon heftig. Also dann denkst du halt natürlich, du musst halt ein bisschen näher ran, weil er kann halt von überall werfen. Und hast du denn diesen, es gibt auch diesen Story-Mode in NBA 2K16 zum Beispiel. Hast du da mal reingeschaut? Nicht wirklich. Also wie gesagt, ich spiele wirklich. Das hätte mich jetzt auch interessiert, inwieweit das halt so... Ja, also mein Bruder hat das, glaube ich, schon gemacht. Also da ist er immer dabei, aber ich habe, wie gesagt, noch nicht...
Okay. Nicht so gespielt. Sie fragen, aber wahrscheinlich sind die Entwickler auch sehr in Verbindung, sage ich mal, mit euch Spielern, oder? Gerade ja, auch, also wenn du jetzt halt mit 2K unterwegs bist, fragen sie bestimmt auch dann so oft so, ja, hier, das und so, wie könnte man das noch realistischer machen? Ja, die fragen auf jeden Fall, also die sind da auf jeden Fall, wollen auf jeden Fall die besten Entscheidungen haben und wollen halt ihr 2K auch besser machen, also das merkt man auch. Und ja, das finde ich halt so besonders und die hören auch halt auf Vorschläge, sage ich mal, versuchen das dann genauso umzusetzen und ich denke, ja, deswegen sind sie halt auch so gut. Das finde ich echt eine coole Sache. Ich habe noch eine einzige Frage. Ich würde sagen, nach diesem Drittel unterbrechen wir es einfach, weil ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber wahrscheinlich, weil du so viele Körbe machst. wie ist es denn so, was ist dein für dich so der krasseste Gegenspieler von den ganz Großen, die du jetzt in echt hattest schon? Muss man schon sagen, Russell Westbrook ist halt einer der wirklich, also wo ich mir denke, okay, er ist wirklich ein gefährlicher Spieler auf dem Feld. Also das auf jeden Fall, Russell Westbrook, Kyrie Irving ist natürlich da und John Wall ist auch da. Es sind halt wirklich, du spielst jede Nacht gegen den besten Point Guard der Welt und deswegen schon. Kann ich mir vorstellen, das ist eine coole Sache. Also mich freut es auf jeden Fall, dass ich dich mal kennenlernen durfte und dass du hier vorbeigekommen bist. Ich habe jetzt noch eine letzte Bitte an dich und zwar, wir haben diesen Jenga-Turm. Ja. Und jeder unserer Gäste zieht einen Teil davon raus und unterschreibt es sozusagen. Und am Ende können unsere Zuschauer das gewinnen. Und da würde ich dich jetzt bitten, auch mal einen Teil zu entfernen. Schwer. Und ich würde mal sagen, wenn es runterfällt, was, ne? Wenn es runterfällt, dann bist du der Erste, der es geschafft hat, dass es runtergefallen ist. Also, ich würde sagen, toi, toi, toi bei dem. Das ist wahrscheinlich einer, der schon unterschrieben ist. Also, du musst wahrscheinlich hier so unten drunter. Ach, Mensch. Also ist natürlich nicht schlimm, wenn was passiert. Es wird, denke ich mal, niemand sagen, dir einen Vorwurf machen, so wie das Teil schon aussieht. Alter, du schaffst das, oder? Oh Gott. Ich fass es nicht. Hey. Ich fass es nicht. Unfassbar. Also irgendwann muss es jetzt mal runterfallen. Einfach deine Unterschrift und dann einfach oben wieder drauflegen. Sehr cool. Bitte? Kannst einfach oben wieder drauflegen. Extra so? Nee, einfach so. Wie willst du? Einfach so das? Ja, kannst du auch machen. Ich leg's dann nachher richtig Mach's hin. So. Ist egal. Cool. Ja, Dennis, ich sehe gerade, du bist gar nicht so groß, aber als Point Guard muss man auch gar nicht so groß sein. Ne? Das ja, 1,80. Das, 1,80. 1,80. Also ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst. Kein Problem. Sehr, sehr cool. Und wir wünschen dir natürlich alle das ganz, ganz viel Erfolg in deiner weiteren Karriere und dass du halt uns da, sag ich mal, uns Deutsche in der NBA würdevoll vertrittst, aber das machst du ja schon. Ja. Also vielen, vielen Dank. Kein Problem, danke euch. Hier geht's gleich weiter mit Tyranny und das war's von Dennis Schröder und NBA. Vielen Dank. Bis dann.